habe alles investiert. Ich habe alles an Kraft und Nerven und Einsatz investiert, was ich investieren konnte. Ich hatte wirklich keine Kraft mehr zum Schluss. Damit habe ich eigentlich alles gesagt. Ich war physisch und psychisch wirklich sehr müde. Schneider hat gerade ihren 56. Film abgedreht. Bald soll die erste Klappe zu ihrem nächsten, die Spaziergängerin von Sanssouci, fallen. Doch der Weltstar fühlt sich alt. Die Ehe mit Daniel Biasini steht vor dem Aus. Die französischen Steuerbehörden verlangen Nachzahlungen in Millionenhöhe. Das Geld ist weg. In einem Kurhotel in der Bretagne versucht die Schauspielerin Ruhe zu finden. Dennoch empfängt Romy Schneider die Presse. Sie gewährt dem Journalisten Michael Jürgs ein Interview für die Zeitschrift Stern. Eine ganze Nacht lang schüttet sie ihm und seinem Team ihr Herz aus, bittet die Fremden sogar um Rat. Sie hat immer wieder gestockt. Es gab minutenlange Pausen, es gab Tränen, sie hat geweint dabei. Das schreibt man natürlich nicht hin, natürlich nicht, in dem Sterngespräch. Sie hat, wenn ich dann sagte, mach doch einfach kaputt, was dich, klar, den berühmten Satz halt, mach kaputt, was dich kaputt macht. Das ist ja das typisch Mann, der kann leicht reden. So einfach ist es eben für eine Frau nicht. Romy Schneider, 42 Jahre alt, will sich von allem befreien. Von ihren Depressionen und von ihrer Vergangenheit. In der entlegenen Hafenkneipe erkennt sie ein bretonischer Fischer. Sie sind doch Sissy, fragt er. Nein, ich bin Romy Schneider. Die mittlerweile gehasste Rolle aus frühen Tagen holt sie immer wieder ein. Und damit ihre Kindheit. In diesem Gespräch in Quiberon hat sie zum ersten Mal über ihre Mutter deutlich in Klartext gesprochen. Was sie vorher nie gemacht hatte. Hat gesagt, dass ihre Mutter sie ausgenutzt hat, dass ihre Mutter sie immer noch benutzt, dass ihre Mutter in die Öffentlichkeit geht mit Geschichten, die Romy Schneider betreffen. Also Magda Schneider, davon ist die Rede. Und im Grunde war das ein Hassausbruch. Als es dann vorgelegt wurde zum Druck, hat sie, um das arme Mammal nicht zu verletzen, das wieder rausgestrichen. Rosemarie Magdalena Albach kommt am 23. September 1938 in Wien zur Welt. Mutter Magda Schneider und Vater Wolf Albach-Retti sind berühmte Schauspieler. Die kleine Rosemarie wächst bei den Großeltern im Landhaus Mariengrund in Berchtesgaden auf. Eine Idylle fernab des Kriegs- und Nachkriegsgeschehens. Als Romy 7 ist, trennen sich die Eltern. 3 Jahre später kommt sie in das katholische Mädcheninternat Goldenstein bei Salzburg. Der Vater besucht sie hier nie. Mutter Magda, die oft zu Dreharbeiten muss, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern, hat auch keine Zeit für die Tochter. Die junge Romy fühlt sich einsam. Nur beim Theaterspielen blüht sie auf. Sie flüchtet sich in andere Rollen, vertraut ihr Innerstes nur ihrem Tagebuch an. Ihre Klassenlehrerin, hier beim letzten Interview vor ihrem Tod in diesem Sommer, erinnert sich. Durch das Theaterspielen hat sie sich sehr an mich gehalten. Und wenn eben mal eine Zeit lang nichts war, dann ist sie wieder nachgegangen. Spielen wir denn schon wieder Theater? Ich habe zu ihr gesagt, mein Kind, du musst, immer geht das nicht, du musst jetzt mal fest lernen. Oh mein. 3 Tage nach dem Abschluss der mittleren Reife in Goldenstein schickt ihre Mutter Romy zur Probeaufnahme nach München. Das Filmset wird Romys Leben, mit 14. Nach nur 2 Jahren die Hauptrolle. Sissi, die zauberhafte Liebesgeschichte der jungen deutschen Prinzessin, die Kaiserin von Österreich wurde. Aber ich will ja gar nicht Kaiserin werden. Sissi, mit Romy Schneider und Karl-Heinz Böhm. In insgesamt 3 Folgen ist sie Österreichs Kaiserin Elisabeth, die Monarchin in einer romantisch heilen Welt. Romy Sissi wird zum Lichtblick und Fluchtpunkt für eine Generation, die von ihrer jüngsten Vergangenheit nichts wissen will.
Ohne Romy als Schauspielerin allerdings hätte es die Sissi-Manie wahrscheinlich nie in diesem Ausmaß gegeben. Europaweit, hier anlässlich einer Premiere in Madrid, bezaubert Romy Millionen von Menschen mit ihrer Unbefangenheit. Und dann stiegen wir aus und ich sah plötzlich, man hörte das Glas zerbrechen, das sämtliche Fenster ging kaputt in dem Flughafen und die Leute sind durchgebrochen und es sind ja so Tausende von Menschen auf uns zugerast und ich muss sagen, ich habe Todesangst gehabt. Ich habe die Romy in den Arm genommen, so einen Moment, weil ich dachte, um Gottes Willen, was passiert uns? Und dann haben diese Menschen, sind auf uns zugerannt und haben uns also fast zerquetscht. Und dann hoch, wir haben den Boden überhaupt nicht mehr berührt. Ich habe dann nachher lauter blaue Flecken gehabt. Und es war entsetzlich. Bis heute sorgen die Wiederholungen der Sissi-Filme im Fernsehen für Traumquoten. Die Leipzigerin Anja Schulz sah Sissi als Neunjährige. Das war vor 20 Jahren. Noch heute wird das Filmposter von ihr mit aller Vorsicht behandelt. In DDR-Zeiten war es ein Schatz von unsagbarem Wert. Als kleines Mädchen sah man Romy auf dem Bild eben als Prinzessin, was allen jungen Mädchen eben gefällt. Ich sah nicht die Frau Romy Schneider, sondern die Sissi eben. Aus der Sissi-Begeisterung wurde eine Leidenschaft für den Weltstar Romy Schneider. Anja Schulz hat inzwischen knapp 35 Biografien und Bücher verschlungen, alle ihre Filme wieder und wieder gesehen. Nach der Wende konnte Anja endlich auch in Frankreich auf Spurensuche gehen. Viermal pilgerte sie schon an die Lebensorte ihres Idols. Täglich 4 Stunden verbringt auch Guido Neumann mit Romy Schneider. Der 37-jährige Webdesigner betreibt seit 4 Jahren von seiner kleinen Wohnung in der Nähe Hamburgs die deutsche Fanseite des Stars. Täglich registriert er hunderte Zugriffe. Guido, der vor allem von der Intensität der Schauspielerin fasziniert ist, sucht weltweit jeden Schnipsel, der über Romy Schneiders Leben Auskunft gibt. Gerade arbeitet er an einer Buchdokumentation, die Plakate und seltene Stücke aus 4 Jahrzehnten ihres Schaffens zeigen soll. Gerade die Plakate aus den 50er Jahren sind eben wunderschön, weil sie eben noch gezeichnet sind. Und das sind Schallplatten, das sind, wie gesagt, ganz seltene Filmprogramme, die dann auch nur dort oder hier erschienen sind. Also die japanische Souvenirhefte zum Beispiel oder auch das japanische Buch, was dort von Romy Schneider erschienen sind, sind dann schon richtige Highlights. Schon damals, Ende der 50er, funktioniert die Vermarktungsmaschinerie perfekt. Seppel hat's gut. Der kann mit seinem Stock spielen und braucht keine